Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir die Luxury Box eingetroffen und immer wenn sie eintrifft, bin ich ein bisschen ehrfürchtig. Denn diese Box erscheint quartalsweise, also alle 3 Monate und sie kostet im Abo zwischen 40 und 50 Euro, enthält aber einen Warenwert zwischen 150 und 200 Euro. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Edition Nummer 1 von 2021 verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Luxury Box wird mir auch in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, sodass ich in diesem Video auch eine Box an einen von euch verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Luxury Box ist tatsächlich auch in der Kooperation oder in der, eine Kooperation normalerweise mit der Cosmopolitan. Und es wundert mich, dass es dieses Mal nicht draufsteht. Also entweder gibt es die Kooperation nicht mehr oder dieser Klebi ist da drüber. Ich weiß es nicht. Gucken wir gleich mal im Heftchen rein, was da so drin steht. Wir haben hier ein süßes Schleifchen, was sich bei der Luxury Box außen befindet und nicht drin. Wir haben immer das gleiche Design, das heißt, wir haben innen weiß, außen schwarz und der ganze Karton ist dann auch schwarz. Eine wunderschöne goldene Schrift, die dort zu sehen ist und ja, Leute, ich bin gespannt, ich will wissen, was drin ist. Ne? Wir haben hier sehr, sehr hochwertige Produkte drin. Ja, ich habe hier Abdrücke von meiner Brille. Ich habe heute den ganzen Tag natürlich im Homeoffice Brille getragen und ja, ne? So sieht das aus. Ich habe eben versucht, sie aufzusetzen, aber leider spiegelt das ein bisschen. Also das Ringlicht, ne? Das ist ja, ja, so könnte ich halt die ganze Zeit gucken, dann würde es nicht spiegeln, aber das wird keinen Sinn ergeben, ne? So könnte ich aber wenigstens was sehen. Naja, ich setze sie im Bedarfsfall auf. Das ist meine Brille von Zinf. Also das kann ich euch in der Infobox auch mal verlinken. Ich habe 2 Brillen zugeschickt bekommen, was ich mega geil finde, weil ansonsten hätte ich mir dieses Jahr tatsächlich auch 2 neue Brillen oder mindestens 1 neue Brille gekauft. Ja, ich habe da auch einen Gutscheincode und so weiter. Schaut mal in der Infobox vorbei. Ihr Lieben, ich bin aufgeregt. Okay, dieses Schleifenband ist übrigens auch immer 1A wiederverwendbar. Das, so war ich tatsächlich auch immer auf. Die ganzen Schleifenbänder von den Boxen werden weiterverwendet. Genau. Boxendeckel entfernt. Und hier steht auch immer auf diesem Klebi drauf, Feel Luxury. Also die soll halt direkt von Anfang an vermittelt werden. Liebe Abonnentin, freu dich über diese Box. Die enthält wirklich hochwertige Produkte. Ich rieche jetzt so nichts raus, aber ich öffne mal das Seidenpapier, den Klebi. So, da haben wir einmal das Luxury Magazin drin. Und hier sehen wir auch schon direkt ein paar Produkte, die mich gerade sehr anlachen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, das eine oder andere hatte ich aber auch schon mal in der Hand. Hier ist wirklich einiges zu lesen drin, also zu den ganzen Produkten. Beauty, ach Quatsch, nee, es ist zu den Produkten, ne? Das ist neu, Leute. Ich glaube, die haben keine Kombination, keine Zusammenarbeit mehr mit Cosmopolitan, weil das steht hier gar nicht mehr drin. Normalerweise hattest du hier nämlich auch immer so ein Informationsgedönsen mit dabei, dass da ein Code drin war, dass du 3 Ausgaben E-Paper von der Cosmopolitan bekommen hast. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Ich muss gestehen, ich persönlich habe mir auch nicht wirklich häufig oder regelmäßig da dieses E-Paper runtergeladen. Mal habe ich das gemacht, um den ein oder anderen Artikel mal zu lesen. Aber ja, wahrscheinlich hat das nicht so funktioniert. Genau. Ja, das finde ich interessant, ne? Okay, das habe ich jetzt einfach nur mal nebenbei erwähnt. Okay, hier haben wir von Dr. Grandel Winter Wellness 3 Ampullen. 3 Ampullen. Mit jeweils 3 Millilitern. Bei trockener Haut im Winter. Und da ich sowieso plane, mit euch ein Ampullen-Video zu machen, also eine Ampullentestwoche, passt das gerade sehr, sehr gut. Es ist Winter, ich kann Wellness mehr als gut gebrauchen. Übrigens habe ich nicht hier vorgelesen, was sich die Boxenpacker dabei gedacht haben, weil das ist sehr, sehr lang und ich glaube, das würde euch nicht so... Na, ich guck mal, vielleicht lese ich gleich einen Teil davon vor. Mal gucken. genau. Ich bin ein bisschen durcheinander, merkt man das, es tut mir leid. Auf jeden Fall finde ich das cool, dass die Ampullen mit dabei sind. Nicht nur, weil ich ein Ampullenvideo am Plan bin, sondern auch, weil Winter Wellness einfach bei mir sehr gut funktioniert. Dr. Grandel soll eine Marke sein, soweit ich das gehört habe, die sehr, sehr gute Inhaltsstoffe haben. Das heißt, halt so wirklich,
ja, Wirkstoffkosmetik mehr oder weniger, ne? Regenerierendes Wirkstoffkonzentrat schützt und beruhigt die Haut in der kalten Jahreszeit für ein weiches und geschmeidiges Hautgefühl. Ja, finde ich nett. Da ist auch eine Aufbrechhilfe mit dabei, die kann man immer gut gebrauchen. Man sollte immer gucken, hier ist auch meistens auf den Ampullen so ein Punkt oder sowas mit dabei, ist bei den Dalton-Ampullen auch der Fall, dass man das halt wirklich genau in die Richtung aufbricht, wie es hier beschrieben steht. Genau. Und das ist immer wichtig. Meistens machst du den Punkt zu dir und dann nach hinten wegknicken oder so. Ne? Genau. Ansonsten hast du einen Scherbenhaufen. Komm, wir gucken aber mal ganz kurz mal, was die sich gedacht haben. Den ersten Absatz können wir uns ja vielleicht mal durchlesen, weil alles andere wird gespoilert und das will ich nicht. Nach einer ereignisreichen und turbulenten Zeit sind wir froh, das Jahr 2021 gemeinsam mit Ihnen begrüßen zu dürfen. Da Sie uns sehr am Herzen liegen, wissen wir natürlich genau, was Sie jetzt benötigen. Hochwertige Produkte, mit denen Sie wunderbar gepflegt in das neue Jahr starten können. Aus diesem Grund haben wir für diese Luxury-Box wieder angesagte Beauty-Highlights ausgesucht, die in Ihrer Sammlung auf keinen Fall fehlen dürfen. Jo, also ja, das letzte Jahr war safe turbulent, aber ich muss auch sagen, dass dieses Jahr auch schon wieder sehr turbulent gestartet ist. Aber gut, so, als nächstes haben wir hier etwas drin, was ich auch schon mal in der Hand gehalten habe. Und das ist von Rose Avenue, ein Glamorous Volumizing Dry Shampoo. Das ist eine Full Size, also eine Originalgröße. Und als ich das letzte Mal in die Kamera gehalten habe, haben sich auch sehr viele in den Kommentaren darüber ausgetauscht, dass sie das sehr, sehr gut finden. Ich bin ja kein Fan von Trockenshampoo, weil ich ja tatsächlich jeden Abend dusche. Ich kann einfach nicht anders und deswegen brauche ich kein Trockenshampoo. Man könnte sowas auch verwenden, um seine Haare einfach voluminöser zu machen, aber da bin ich auch kein Fan von. Das heißt, das wird demnächst mal in einer Verlosung weitergegeben werden. Soll aber, wie gesagt, halt auch sehr, sehr gut sein, aber auch echt hochpreisig. Ich weiß gar nicht, ich glaube 15, 20 Euro oder sowas kostete ein so ein Ding. Das finde ich schon heftig und deswegen finde ich es auch nice, dass es hier mit drin ist in der Box. Dann haben wir etwas von ebenfalls Dr. Grandel hier mit drin und zwar eine Wintercreme. Da weiß ich jetzt nicht, ob das für die fürs Gesicht dann sein soll oder ob das für die Hände ist. Das müssen wir mal gucken oder für den Körper. Kälte, Wind und Heizungsluft können die Haut strapazieren und austrocknen. Sie spannt und fühlt sich rau an. Diese reichhaltige 24-Stunden-Pflege beruhigt und gibt der Haut Elastizität und Wohlgefühl zurück. Ja, ich guck mal im Heftchen, wo drin steht, was drin ist, kurz vorbei, ob da beschrieben steht. Tragen Sie morgens und abends nach der Reinigung eine haselnussgroße Menge der Dr. Grandel Wintercreme auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf. 24,27 kostet diese wundervolle Tube mit 75 Millilitern. Nicht schlecht, Herr Specht. Also es ist tatsächlich eine Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Creme. Das kann ich mir jetzt auch wirklich gut vorstellen, weil wenn du so dieses drin Heizungsluft, draußen eisekalt, hin, her, da rastet die Haut ja sowieso aus. Ne? Deswegen finde ich gut. So, hier habe ich etwas drin, was ich auch tatsächlich schon mal letztens in einer Asam Beauty Wundertüte drin hatte. Da war leider der Farbton nicht für mich passend. Das ist die Youth Lift Tinted Action Cream mit 50 Millilitern. Das ist eine, ja, ich würde mal sagen, getönte Tagescreme. Ich lasse es jetzt auch einfach mal zu. Genau, denn die ich hatte, habe ich verwendet, habe sie ausprobiert, habe sie aber schon aussortiert und weitergegeben. Ich glaube, bei Miss Curly Jen ist die mittlerweile beheimatet. Ich glaube schon, dass ich die an Jenny geschickt habe. Ist eine richtig schöne Geschichte gewesen. Also vom Hautgefühl echt toll, aber leider nicht für meinen Hautton passend. Ja, weil die soll sich, glaube ich, jedem Hautton anpassend und das ist halt bei mir schwierig, weil ich halt echt eine Blassnase vor dem Herrn bin, Leute. Ne? Also ich bin super hell. Also ich trage meistens die hellste Farbe bei Foundations. Deswegen kann sowas halt bei mir nicht so gut funktionieren. Ich fand es aber eigentlich echt cool. Ja, hätten die jetzt noch andere Farben gehabt, hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn das jetzt auch in meiner Farbe gewesen wäre. Ist es leider nicht. Naja, aber trotzdem ist es eine gute Geschichte. Und das schaut auch so aus, kann ich euch mal zeigen, kostet auch um die 25 Euro. Genau, also weil ich nehme es jetzt ja nicht raus, weil ich es dann auch demnächst verlosen werde, ne? Ja, fand ich schön. Ist so ein Pumper und schön groß und spendet Feuchtigkeit. Ja. So, den hatte ich schon mal und damit bin ich auch nicht klargekommen. Ha! Ich muss mal gucken. Also, ja, hier sind aber noch ein paar andere Produkte drin. Hoffentlich ist das dann besser für mich. Okay, ich bin nämlich gerade schon beim dritten Produkt am Nörgeln. Ne? Fräulein B. Berlin Beauty. Das ist ein Petting Sponge.
Ja, den habe ich auch schon mal ausgepackt und auch mit euch zusammen verwendet. Das ist ein so ein Ding. Also du hast hier so einen Stiel und hier oben, ich weiß nicht, ob man das in dem Licht jetzt sehen kann. Ich glaube nicht, ne? Aber das so ein bisschen kann man es erahnen. Hier ist so ein Paddelvieh drin, so ähnlich wie so ein Cognac-Schwamm, würde ich mal so sagen. Du machst ihn halt erst ein bisschen nass, damit er sich halt weich macht, damit er halt nicht mehr so fest ist, weil so ist er halt knüppelhart, wie halt bei einem Cognac-Schwamm. Und dann kannst du damit dein Gesichtswasser auftragen. Und dann kannst du dir diesen Paddel nehmen und in deinem Gesicht rumklöppeln. Kann super sein, aber ich bin da echt kein Fan von. Also Fräulein B. hat wundervolle Pinsel, aber was diese Tools angeht, die rausgebracht haben, da hatte ich auch schon diesen Silikonschwamm und so, da bin ich nicht so ganz von überzeugt, wenn man das mal so sagen darf. Aber es ist witzig. War, glaube ich, auch mal in einer Paintbox mit drin gewesen. Dann habe ich hier ein, oh, das finde ich schön, von Reveal, Instant Booster Kollagen Serum Spray. Das ist ein Your Ideal Skin Revealed. 25 ml sind hier drin. Genau, das ist ein Gesichtsserum. Und das ist schon direkt als Spray. Finde ich super praktisch. Wirklich, ne? Ich verwende auch tatsächlich, wenn ich Toner verwende, das in einem Sprüher, so einen kleinen Sprüher, da mache ich das rein und dann sprühe ich das so auf mein Gesicht und tappe das einfach mit meinen Händen ein und fertig, ne? Und das hier ist dann ein Serum zum Sprühen. Finde ich ja mega cool. So schaut das aus. Ich weiß nicht, ist Reveal eine deutsche Marke? Also hier steht Genova in Hamburg, ne? Ja, hätte jetzt sonst eher gedacht, dass das quasi eine Schweizer Marke ist. Weiß nicht, ob ich wegen Revell oder Reviella oder wie heißt diese Marke? Ich weiß es nicht, gerade darauf komme. Ja, bei Med Skin Solutions Collagen Serum Spray. Und da man das innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen muss, mache ich das jetzt nicht, dass ich das austeste, ne? Sieht aber aus wie ein Deo-Spray. Wie geil ist das denn? Doch, das stelle ich mir witzig vor. Definitiv. Siehst du, und sowas ist auch etwas, was ich in einer Luxury-Box gerne drin habe. Und hätte jetzt die Foundation tatsächlich auch gepasst bei mir, hätte ich die auch mit in die Box gepackt, wo ich die Produkte aus den ganzen Beauty-Boxen sammle, wo ich am Ende des Monats ein Fullface mit schminke. Hier weiß ich ja, dass es tatsächlich nicht passen wird. Und dann macht es für mich einfach keinen Sinn, wenn ich diese Foundation mir dann in die Box reinpacke, sage, funktioniert nicht, wusste ich aber schon vorher. Ne? Das wäre Verschwendung. Das mache ich nicht. So, Beauty Hills, hier haben wir das letzte Produkt drin, eine Augencreme. Und wenn eine Augencreme, die sich so leicht anfühlt, wie dieses Produkt in einem so großen Packaging verbirgt, dann ist das bestimmt sackenteuer. Eyeless Rich Cream. 15 ml. Und zieht euch einfach mal rein, wie groß diese Verpackung ist. Ich meine ja nur, ne? Was kostet das? Ich bin jetzt gerade neugierig. Ja, 58,90 Euro habe ich euch ja gerade eingeblendet. Was? Eine geschmeidige, reichhaltige Augencreme, die dem Auftreten der Alterungsfältchen unter den Augen, Krähenfüßen, Knitterfalten und Tränensäcken durch Kollagen, Peptiden und Kaviar-Extrakt entgegenwirkt. Ja, das ist ein Produkt der Luxury Box. Safe. Die Augenpartie bewahrt so ihre Geschmeidigkeit und Elastizität für ein jugendliches und strahlendes Aussehen sowie ein seidiges Hautgefühl. Ja. Das muss auf jeden Fall mal ausprobiert werden, oder Leute? 58,90 Euro für 15 ml. Das ist der Hammer. Er sieht auch total spacig aus. Doch, das finde ich geil. Ich habe jetzt aktuell eine, die im Original 100 Euro, glaube ich, kostet. Aber es ist halt dann auch eine kleine Größe und die kommt danach in Anwendung. Ey, die riecht cremig. Jo. Und selbst dieses Aufmachvieh von diesem Pöttchen ist in Blattform. Das ist schon ordentlich. Eine Pflegecreme für die Augenpartie. Ihr läuft bei ihm. Wunderschönes Produkt. Das wird auf jeden Fall demnächst ausprobiert, weil das, dafür bin ich da, Leute. Ich bin dafür da, um... Hier steht drauf, hallo Schönheit, finde ich auch nett. Ich bin dafür da, um für euch eben Produkte auszutesten, sei es aus Beautyboxen oder woher auch immer, um euch zu sagen, sind die Produkte es wert oder eher nicht. Und das wird ausgetestet. Eigentlich wäre es ja ziemlich cool, wenn ich die eine Augencreme, die so sackenteuer ist, auf der einen Seite mache und die andere auf der anderen. Dafür ist mein Gesicht aber leider nicht symmetrisch genug. Das heißt, ich bekomme immer mal wieder wechselseitig, je nachdem, was gerade so geht, ne, an meinen unteren Augenpartien auch Probleme. Deswegen kann ich das leider nicht so vergleichen. Sonst wäre das ziemlich cool. Ne? Dafür ist meine Haut leider zu sensibel. Aber na, B
Beauty Hills, ihr seid echt wahnsinnig. Überleg mal, du zahlst ja 40 bis 50 Euro für diese Box. Und wenn allein diese Augencreme einen Wert von 58,90 Euro hat, dann hast du ja einen Teil von dieser Creme für Umme mit dabei, plus alles, was hier so steht, finde ich krass. Und deswegen haben wir auch hier wieder einen derben krassen Wert und das finde ich nice. 6 bis 8 Beauty-Produkte sind normalerweise in der Box mit drin. Hier war es jetzt auch eine schöne Auswahl. Und einmal, ich glaube, das Einzige, was quasi, ja, also Körper würde mir jetzt ein bisschen tatsächlich fehlen, weil hier haben wir jetzt nur was fürs Gesicht. Nur. Komme ich mit klar. Und für die Haare. Nicht vergessen. Da ist auch was für die Haare mit dabei. Ja. Mhm. Aber schon eine ordentliche Auswahl, oder? Also das ist jetzt die Box gewesen. Die ist jetzt leer. Schreibt gerne eure Meinung, eure Erfahrung, falls ihr die Produkte schon mal getestet habt, unten in die Kommentare. Eure Meinung über den Inhalt. Also meiner Meinung nach schöner Start tatsächlich. Und es ist auch so dieses kleines bisschen Luxus-Feeling, was wir jetzt bekommen, so als Wiedergutmachung fürs letzte Jahr mehr oder weniger, das so blöd gelaufen ist, dass man jetzt einfach so ein bisschen sich wieder pflegen kann und wieder, ja, ich glaube, dass das uns so übermittelt werden sollte, ne? Also das ist der Vibe, der bei mir so angekommen ist. Ihr Lieben, das war es jetzt auch hier von dem Unboxing und von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautyboxen, Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!